Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Wir machen heute weiter. Wir haben eine Mission von Franklin bekommen. Ja, die Autos, die wir abgeliefert haben, die wir da mit uns zusammen geklaut haben. Devin West möchte nicht zahlen. Oder beziehungsweise, ne, eigentlich nicht. Er möchte nicht zahlen. Also scheinbar den kompletten Job mit den Autos, ja, umsonst gemacht im wahrsten Sinne. Achso. Entschuldigung. Übrigens, die Fahrerin saß da vorne. Ich habe die nämlich nicht gesehen, tatsächlich. Naja, passiert. Egal. Ja, wir müssen jetzt zurück nach Los Santos. Zu Franklin. Ein öfter Wagen, okay. Naja. Die Frage ist, fährt er mit seinem eigenen Auto oder fährt er wieder mit dem Comet durch die Gegend? Von Avery. Den wir ja am vorletzten Part, ja, mehr oder weniger aus dem Spiel gezogen haben. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir machen. Na gut. Wir müssen also... Jetzt wird der Film gefreezt, aber das ist eine Trevor-Mission. Wir haben jetzt leider einige Kilometer Fahrzeit. Sorry, liebe Leute, dass ich jetzt gerade so ein bisschen mit der Fahrer eben 12 Kilometer mit dem LKW. Eben 12 Kilometer mit dem LKW, jetzt wieder 6 Kilometer oder 9 Kilometer zurück nach Los Santos. Mit Franklin, mit dem Auto. Gott sei Dank geht es ein bisschen wahrscheinlich mit dem Auto als mit dem LKW. Aber es dauert jetzt wieder ein bisschen. Ich komme da gerade nicht drauf klar. Ich komme da überhaupt nicht drauf klar, gerade mit Devin jetzt. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt 4 Folgen lang Nebenmission gemacht. Jetzt machen wir wieder 4 Folgen, sofern das möglich ist. Hauptmission. 4 Folgen Nebenmission, 4 Folgen Hauptmission, ja. Ja. Dann müssen wir zurück. Ich habe mich ein bisschen verfahren gerade. Ja, ist egal. Ich sehe nicht mein Auto. Die Frage ist, was erwartet uns jetzt? Was erwartet uns jetzt hier in der nächsten Mission? Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ja, sorry, wie gesagt, ich kann auch nicht beim Quatschen jetzt fahren, beim Fahren quatschen die ganze Zeit, weil ich auch nicht weiß, was ich labern muss. Das kann ich nur machen, wenn wirklich Action dann auch ist. Weil wir ja gerade alleine unterwegs sind, können wir auch nicht irgendwelche Gespräche lauschen und alles rum und dran. Das ist das Problem, wenn man das ganze Ding hier als Single-Let's Play macht. Und ich möchte es gerne nicht auf 100% versuchen, aber ich möchte zumindest die größten alle Missionen machen, also alle Haupt- und alle Nebenmissionen. Aber die ganzen anderen Zeugs machen, alles um und dran, sei noch dahingestellt, aber zumindest die Hauptunternehmen möchte ich gerne noch machen. Ach, wir hätten ja auch die Dings machen können, ne? Diese P-Mission. Dann hätten wir sie alle drei weg gehabt. Wir haben uns mit Michael gehabt, mit den Aliens, mit Trevor, mit den Clowns. Die Frage ist, was ist mit Franklin? Was hat er? Naja, gucken wir mal. Entschuldigung, GTA-Krankheit. So. Warum steht... Oh, den habe ich wohl erwischt. Gut. Naja, wir fahren mal zu Franklin. So, da sind wir. Nach einer ewig langen Autofahrt haben wir es tatsächlich dann irgendwann mal auf die Reihe gekriegt.
women. We are free. We're bringing an end to the patriarchy. We are women. Hear our shout. Frisch Fleisch. We are women. Hear our shout. We are women. Have no doubt. We are women. We are free. We are shut the fuck up. Thank you. Oh, my N-word, huh? What's up, homie, huh? Oh. Oh. What a, is that how you act, huh, when a friend makes a mistake, huh? No, really? Man. Oh, no. What? Oh, so what, it's just me getting hurt, is that funny? No, huh? Man. Well, fuck you! I'm gonna put you in the fucking ground, you laugh at me again. Man, calm down. I have met a lot of assholes in my life, but you? Oh, you're not long for this world if this is the way you fucking act. You little jumped up motherfucker! Look, how about this, man? Calm down. It was funny at first, man. I made a mistake. Unfortunately, man, you failed. It was funny, all right? I apologize. I accept your apology. Okay? All right, so let's hug it out. Mm-hmm. Oh, God. Ah! Ah! Right? You're so fucking gotcha. Oh, fuck. No, I'm not funny. Fucking asshole. Oh, fuck. I had a difficult childhood. Damn, man. You all right? I'm just fucking on edge, you know? Look, I love you, right? But I would have just... Look, man. Lester said you had some information for us about Michael. Michael? Fuck Michael. I hope he's dead. Man, I know y'all two, man. Come on, man. You two had beef before. But what the fuck happened in North Yankton? Somebody pinched him, man. Who? My friend Ron met these Chinese assholes. They're from Yangshan in China. We had some problems. They mistakenly thought Michael was a human being and kidnapped. Yeah, and now it looks like they're holding him somewhere in the city. Yes. Come on, bro. Well, go fuck yourself. You want that piece of shit? That's your fucking business, all right? He's dead to me, all right? And chances are, if and when I see him, he's gonna be dead to everyone else as well. Hey, come on, bro. Don't do that. You're pushing your luck, pal. What was that? What? What was that? Nothing. Ah! Asshole! Everybody! Das ist Trevor. Das ist typisch Trevor. So, Lester. Wo ist die Kamera eigentlich hin? It's me. What did Trevor say? Man, Michael's being held by a Chinese crew. Because of Trevor. The irony is a lost. I'm sending you an app for your phone. Michael's cell just came back online. This will track its signal. It'll work better the closer you get. Be careful. Sure. Ja, super. Oh. I told you. He ain't my Gila. Don't try to persuade me you're not lovers. He's laughing at you, you fucking idiot. You're making a mistake. It costs a lot of money to track you down. I had to call in every favor I could in the Midwest. And then you kill several good men. Good day, huh? Good day. Good fucking day to you! Kill him! Hey, Trevor Phillips isn't coming. Whoa. No, hey! Hey! Hey, I'm a valuable commodity! Soll das Ding auf die normale Variante spielen oder sollen wir das auf die andere Variante spielen? Komm, ich zeig euch was. Ich zock euch was Cooles. Ich hätte den Controller jetzt weggelegt, also ich hab nichts mehr in der Hand. Wenn ich jetzt die festgewandt hätte, würde ich sagen, ja. Ich will mir das tatsächlich auch mal angucken. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es geht, ob man da was sieht, wie Michael stirbt. Nicht zum ersten Mal. Ach komm, wir sofort machen so. Ich weiß, wie es aussieht. Man sieht nicht viel. So, ich will das Ding auf meine Art und Weise. So. Trackify. Wo müssen wir lang? Scheinbar da irgendwie.
Wir müssen unseren Kumpel mal... Oh, die Zeit läuft ja runter. Ja, gut, wir haben Zeit, ein bisschen Zeit. So, die Frage ist... jawohl, das geht noch. Wir können da lang fahren. Hängt der denn da rum? Also, ich irgendeine Fabrik... Ist das nicht die... Nee, Moment. Ist die einzige Fabrik, die mir jetzt spontan anfällt, ist die in Palito Bay? Nein, das wäre... Nee, mal hier irgendwo im Industriegebiet oder was? Legst du mal dein Handy weg? Ich muss mich ein bisschen... Oh, Deckung. Das ist kackt mich gerade an. Siehst du nicht entdeckt? Ah, mit R1. Puh, wir haben kaum noch Munition, ne? Da machen wir noch die. So, Timo. Gott sei Dank, keine Zeit mehr runter. Zack, finde ich. So. Step by step. Ich mache das jetzt. Anführungszeichen. Nein! Der hat mich überrascht, der Typ. Den habe ich jetzt tatsächlich nicht kommen sehen. Also ich habe den schon kommen sehen, aber ich habe den nicht, Hier, nimmst du den. Also, da weiß ich diesmal, wie man in die Deckung geht. Die alte Verwirrung nimmt. Wir müssen ein bisschen Step by Step machen. Hier, nimm den. Der ist tot. Die anderen beiden auch, okay. Weiter. So war ich ein Tick schneller als er. Tot. So, sip, sip. Hier ist ein Medikit. So, tot. So, einmal kurz gebraten. Schön in dem heißen Frittierfett. Oh, das war kein Frittierfett. Okay. Step by step. Was? Ich bin in Deckung gegangen und er gibt mir einfach kurz einen mit? Scheiße! Puh, die Mission ist nicht einfach. So. Scheiße, die Mission ist die...
Definitiv nicht einfach, die Mission. So, ein bisschen Munis von muss ich auch nehmen. Trevor, don't give a shit about this motherfucker! Where you at, bro? Ab in die Säure mit dir. Der eine lebt noch. Jetzt ist er nicht mehr weg. Okay, jetzt ist er weg. Boah, Alter. Chill. Lecker. So, der ist tot. Ich muss jetzt ein bisschen Step by Step arbeiten, ein bisschen weniger. So. Ich weiß, dass da noch einer kommt. Scheiße, er ist noch lebt noch. Jetzt ist er tot. Ich glaube, hoffentlich sind das jetzt alle. Michael! You want me to waste a boyfriend? Fucking pop this guy! Ja. Oh oh. There's more guys coming from down there. Throw me come on, throw me a. Now you strike, man! Alter! Ich muss mal nachladen. Die Frage, große Frage ist, kommt Michael hier lebend raus oder wird der elendig zerhackt? Das sehen wir in der nächsten Folge bei Let's Play GTA 5.